Da kommt man direkt bei der Treppe raus oben und hat gar nicht mal so einen schlechten Ausblick. Ganz oben dann. Ja. Nee, kommt mal mit hier. Ich hatte da echt einen guten Eingang. Außer, dass ich die Sprengfalle übersehen habe. Und da hinten brennt es auch total krass, habe ich gar nicht gesehen. Da ist ein Wohnwagen, der fackelt. Okay. Das ist nicht der Eingang, sondern der nächste. Oh, Tür offen. Er wollte sich nicht ergeben. Natürlich nicht, hast du auch nicht mal gefragt. Der zappelt aber schon. Noch. Sicher. Aber ich finde, bei dem Eingang ist man sehr effektiv schnell drinnen. Ja, nach so einer kleinen Nachtwanderung. Nachtwanderung? Waldwanderung. Denk an die Sprengfallen. Ja, ich sehe keiner hier. Bumm. Police, hands up! Der ist hier unten irgendwo. Ja, der Balkon ist frei. Ich glaube, in einem dieser drei Räume hier. Wahrscheinlich ist das nur ein Raum. Ich habe keine Ahnung. Ne, hinter uns, glaube ich. Ne, ich würde sagen vor uns. Kannst du versuchen, einen zu blocken? Ich glaube, in dem Projektorraum, glaube ich. Ach ne, das ist der Projektor, das Töne macht. Disarming trap. Ja, wir gehen das ist gejammt. Der steht hier hinter der Tür. Okay, ich guck mal. Ich guck mal durch. Also innen drin auf jeden Fall keine Sprengfalle. Und ich kann ihn in dem Raum auch nicht sehen. Ich guck mal auf der Seite hier durch. Das ist ein Durchgangsraum, ne? Ja, der steht hier. Ja. Der steht genau auf der Kante zwischen beiden Räumen. Der guckt also quasi auf beide Türen. Ich kann aufmachen. Der Jammer ist raus hier. Auf. Blind? Blendgranate? Jawohl. Ich hab die Waffe. Easy. Satanic Orbital Fluid Extraction. Wie lange haben wir gebraucht? 3 Minuten 9. Nice. Jetzt lass uns noch mal links rumgehen, da gab es auch noch den Aufgang. Ich will mir diese Fallen mir noch mal angucken, diese Holzdielenfallen. Ob das wirklich Fallen sind oder ob das einfach nur... Immer ist, das war ich. Ich habe in den Rücken geschossen. Ernsthaft? Ja, ja, wusste ich doch. Zwei Kugeln, ja. Schüsse gehört. Da war die Holzdiele kaputt. Ich habe so das Lachen wegleiten müssen. Ich glaube, Nick, du kriegst jetzt mal die gelbe Trollkarte, ne? Ich habe mein Mikrofon ausstellen müssen, weil ich konnte nicht mehr. Ja. Das war die Holzdiele. Ja, aber die Holzdiele an der Stelle tatsächlich auch komplett kaputt ist. Naja, aber ist sie jetzt immer noch, sehe ich wohl. Okay, aber die war's nicht. Die saß auch, die, das sieht auch echt genauso aus. Ja, könnte auch eine Sprengfalle sein. Oh, ups. So. Oh, was war denn das? Das war ein Schuss gelöst bei mir. Also eine Sprengfalle gibt's hier nicht. Rechts ist die Treppe, links ist frei. Ich kann, oh doch, warte mal. Der steht jetzt direkt vor der Türe. Der kommt jetzt direkt vor die Tür. Der kommt ja wahrscheinlich jetzt raus hier. Scheiße. Mit Ansage. Warte mal, ich muss mein Mikro... Mach mal die Tür wieder zu. Ich muss mein Mikro muten. Ich muss mir das Lachen verkneifen. Das ist die.
dafür soll. Geh mal beiseite. Ach, hier. Alles ich wollte ihn ja nicht direkt töten, ich wollte ihn ja noch lebend haben, aber. Der war irgendwie. Oh, voll Flame in die Nüsse geschossen, Junge. Aber. Er ist jetzt ein Eunuch. Ja, er lebt noch. Naja, aber ist das Leben lebenswert, wenn er keine Nüsse hat? Was ist das für ein Barbar, Junge? Der ist echt krass, oder? Ist mal ehrlich. Okay, aber ihr habt euch da auch echt wegnudeln lassen, eine schön nach dem anderen. Und ja auch noch mit Ansage, weil ich gesagt habe, der kommt und macht die Türe auf. Na, ich dachte, ich könnte ihm Kopfschuss geben, aber irgendwie hat ihn das nicht gejuckt. Ja, ein Kopfschuss ist ja also nicht so nicht tödlich. Nicht tödlich. Also wir haben den ja auch schon mal getötet, ja, so ist es nicht, aber ich denke, dass der echt schwer. Also ich glaube, den sollten wir besser lebend fangen. Ja, das meine ich ja. Dass ein Kopfschuss so nicht tödlich ist. Achtung vor dem Brett. Und der stolpern. Okay, der Unterwäschentyp, der ohne Unterhose ist jetzt oben nach oben gegangen. Kannst du die Treppe da auch sehen? Ich kann die Treppe sehen, ja. Ich mach jetzt mal auf. Ach, krass. Ich habe hier erstmal ein paar Sachen verkeilt. Also der eine ist halt oben, ne? Ich habe einen down. Nehmen wir eine Gasmaske. Könnte aber die Waffe gerade nicht. Ich hab's ja. Ich denke die Treppe ab. Ich denke oben links den Raum am oberen Ende der Treppe ab. Wir könnten auch jetzt von außen rumgehen. Und, aber die Treppe ist irgendwie so eine Todestreppe. Ja. Warte, der ist in dem Raum. Da könnte ich auch eine Granate einwerfen. Nee, der ist nicht in dem Raum. Der könnte auch rechts gegangen sein. Also, sagen wir mal so, ich habe ihn nicht nach links weggehen sehen. Ich habe ihn eher nach rechts weggehen sehen. Aber ich höre ihn doch von dort. Ja, es kann ja sein, dass er mittlerweile gegangen ist, aber die letzte Info war... Ich komme von der anderen Seite mal. Aber wir können das gerne machen, Peter. Ja, schmeiß mal die Granate und ich komme von der Außentür rein. Okay. Ah. Der steht da. Okay. Ich bin tot. Alter. Oh, ich bin auch tot. Krass. Alter, was ist? Der gibt ja nur Headshots, Junge. Ich hab das Gefühl, die packen die Sprengfallen dahin, wo man gerade ist. Also zumindest ist es nicht mehr meine Welt, ne? Ist es, ja. Die Tür, Junge. Oh, null Punkte, Alter. Ich glaube, schlechter geht nicht, oder? S plus, Es gibt irgendwie noch Minus. Minuspunkte gibt es, glaube ich. Am Ende kriegst du eine Rechnung von Steam. Naja, Minuspunkte, weil man beide tötet und selber stirbt. durch die Granaten da oder Sprengfallen. Ist ja noch nie passiert. Man hat die beide festgesetzt und stirbt dann noch. Okay. Postmortem. hab eine Idee. Ja. Wenn Marc bei der Tür, wo ich gerade gestorben bin, mal durchgucken kann, ob da eine Sprengfalle ist. Ich weiß leider nicht, welche Tür. Ja, die kommt unten. Guck mal. Ja, lass mich ganz komm kurz mal hier unten. Ja, lass mich mal ganz kurz das hier noch. Bevor du hier noch reinrennst oder sonst jemand. Ich fand das mit dem Aufteil gar nicht schlecht, weil ihr könnt ja die Granate werfen, dann kann ich von der anderen Seite wirken. Aber ich muss halt wissen, ob da eine Sprengfalle ist diesmal. Also hier ist keine Bewegung, tendenziell sind die beide rechts, ganz weit rechts im, im Dings. Wo ist er denn, der Kleine da unten? Ja. Hier. Am Hähnchen halten? Nee, diesmal nicht. Nicht in der Aufnahme. Achso, du gehst wieder da oben zu der Standardtür. Ja, ich sperre erstmal die hier vorne zu. Die ist offen.
Jetzt ist zu. Ja, und ich will dann von oben rein und ihr könnt dann von der Treppe aus die Granate schmeißen. Dann haben wir zwei Winkel, von denen wir wirken können. Also es ist auf jeden Fall keine Sprengfalle, die dich hindern wird. Der Raum ist leer. Wir könnten auch jetzt einfach reingehen. Also ich meine... Ja. Ja, aber ich meine dann haben wir wieder... Okay. Ich decke die Treppe ab. Die sind wahrscheinlich unten. Ja, deswegen wollte ich ja das wahrscheinlich unten egal. Wahrscheinlich unter dir, Peter. Ja, ja. Get down, Odyssey hands. Hands up. Get down, Odyssey hands. Kann man eigentlich die Stimmen einstellen? Da kommt einer. Was meinst du? Einstellen? Alter, ich hab dir jetzt dreimal ins Bein oder daneben geschossen. Okay, der Typ ist jetzt in dem, der ist jetzt nach, von ihm aus gesehen links weggelaufen, von uns aus gesehen rechts. Ich denke, da ist noch ein Raum, ne? Das wird der Video-Dingsraum sein. Du hast dich gerade genau vor den Lauf meiner Waffe gekniet, Peter. Naja. Wobei die Treppe ist auch wackelig, alter Falter. Hier ist das noch kein. Ja, der ist hier hinter. Könnte da unten sein. Oder hast du ihn gesehen? Ich guck mal hier durch. Also die Tür hat zumindest keine Sprengfalle. Ich guck mir die zweite Tür an. Ne, ist von hier auch nicht zu sehen. Das spricht dann eher für unten, ne? Trotzdem mal aufmachen die Türen. Die können sich auch in Schrecken oder so verstecken. Oder in der Treppe. Ich dachte gerade, der hätte ein Foto von King Charles hier an der Wand. Warte, ist hier irgendjemand anders. Ist das hier eine Außentüre? Ja. Ist der Haupteingang. Ach nee, das ist die von... Nee, nee, das ist die, wo du zugemacht hast, auf dem Weg nach oben. Naja, das ist die Außentür. Also nach unten dann, ja? Yes. Alter. Oh, Mann. Ich dachte, ihr wart hier schon durch die Tür durch. Nee. We got an office. Hands up. Ich finde, das ist aber schuld, oder? Was willst du sagen? Ein Vergnügen, dich sterben zu sehen durch diese Sprengfallen. Hallo, ich bin Marc, ich bin anonymer Sprengfallenliebhaber. Gar nicht, das bist du selber, schiebst gar nicht mehr in die Schuhe. Ich meine nur, dieses Mal bin ich Marc. Also, die linke Seite des Raumes ist leer. Nach rechts kann ich nicht sehen und ich kann auch nicht sehen, ob der vielleicht in dem anderen kleinen Raum drin ist. Ich mach mal einen Spalt auf. Nein, ich werfe eine Blend rein, warte. Der ist geradeaus durch, ne? Hands up now! Drop get down and put your hands up! Hands up now! Police, hands up! Ich decke die Tür auf 12 Uhr. Das ist wieder rechts hinter den Käfigen. Hands where I can see them. Hands up, do it now. Police, hands in the air. Arms
Der ist im hier. Kleinen Raum, ja. Durch die Wand durchgeswitcht, geflitscht. Alter, okay. Ich muss mich verbinden. Tür ist abgeschlossen. Ich mach die Tür auf. Denk aber an Sprengfallen, nicht ganz aufmachen. Hands up! Drop your knees! Oh, Vorsicht! Komm, einen Versuch hast du noch. Oh Gott. Scheiße. Komm, einen Versuch hast du noch. Du kannst doch durch die Wand schmeißen, wo Mark ist. Das ist ein größeres Loch. Ja, ist unten. Der zieht eine Waffe, der zieht eine Waffe! Siehst du mal, Mark, hast du auch mal gesehen, wie das geht? Ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Alter, aber da kannst du dich auch nicht so gut wehren, ne, tatsächlich. Du könntest B drücken. Was ist denn beim B? Ja, schlägst du auf die Fresse. Ja, du kannst ihn schlagen, wenn du vor ihm stehst. Ah, krass, okay. Das wusste ich nicht. Oh, ist jetzt die zweite Waffe. Ich hab sie. Sehr gut. Habt ihr euren gefallenen Kameraden gemeldet? Nee, oder? Ja, haben wir. Och. Mit das den Worten selbst schuld. Oh, Abus. Ich stell mir das vor bei der Polizeibeerdigung. Ja, selbst schuld. Das tut mir sehr leid. Das tut mir wirklich sehr leid, Frau Bastard. Aber er war auch selbst schuld, ne? Wir haben es ihm mehrfach gesagt, er ist einfach weitergelaufen. Ich meine. Was hätten wir tun können? Wir mussten auch auf unser eigenes Leben aufpassen. Ja, Marc, du standst verdammt nah dran, das hätte dich mit wegspringen können. Ich hab's auf Kamera, das ist das Wichtigste. Ja. So aufgenommen? Ja. Ah, du Frechdachs. Ich mach sicher, dass du die nächste Falle bekommst. Oh, 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 oh. Tür ist auf, er schießt schon. Ist rechtzeitig. Rechts, hast du gesagt? Rechts, ja. Ja, das ist rechts. Ich bin geblendet. Der ist unten, der, hinter den Dingern. Hinter den Kanistern, oder wo das ist. Hier ist eine Tür offen. Der ist down. Scheiße. Pass auf, der ist da. Ah, was? Ist er. Der ist down. Ich hab zuerst geschossen. Der ist nicht down. Der ist nicht down, der hat sich hingehockt. Aber es sah so aus wie down. Ja. Erstmal der Runde, Yoga. Der hat übelste Stahlplatten unter dem Gilly dran, du. Hey, sag mal. Bis auf die Hose. Ja, die Hose. Wow. Der fehlt eine Hose, aber oben drum hat der übelste Stahlplatten dran. Neue Taktik, die Feinde schießt. Das sieht ja aus. Sag mal, ihr beide? Ja, ja, ich kam um ihnen zu helfen. Ja, du bist gestorben und sagst, da ist einer, der ist direkt in der Tür. Ich komme um die Ecke. Bam, 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 bam. Jetzt gucken wir mal, also ich meine. What the heck? S-Bar. Aber guck mal, dafür, dass. Oh ja, guck mal, so schlecht waren wir gar nicht. Dafür, dass jetzt zwei Drittel des Teams auf dem Boden liegen und. Das zählt ja nicht, das ist ja. Okay. Wir sind austauschbar. Jetzt machen wir die letzte Runde und dann spielen wir zu viert weiter. Ja. Was kommt denn? Ja, ja, ich habe hier Röntgenaugen, kann ich euch sagen. Oh, Stevie ist da. Stevie ist da. Da ist er auch schon. Da. Da. Hallo Stefan. Ich habe mega verschwitzt, dass heute Mittwoch ist. Ja. Wir haben besprochen und beschlossen, dass jeder, der zu spät kommt, sich seine Strafe selber überlegen muss. Aha. Wir sind jetzt gerade in der letzten Runde hier. Sullivan's Slope, wie auch immer. Wir haben eine Menge Spaß mit Sprengfallen. Vor allen Dingen,
Nick. Ja. Ich hätte es auch schon erwischt, diese Runde. Also. Das kannst du nicht beweisen. Ich da hingegen habe ein Video. Ich habe Peter. Ich beweise. Peter ist altes Eisen, der kann alles Achtung, beweisen. Sprengfalle. Ja. Und Stimmen rechtzeitig. Was war denn jetzt? Oh, ist abgestürzt. Was ist das denn? Was ist abgestürzt? Ich bin raus. Doch, die Verbindung zum Haus wurde ja. Ja, gecancelt. Wenn der Sprengfalle gestorben bin. Wahrscheinlich. Na, wie schade. Wieso, dass die